Yo, was geht ab, meine Freunde und Freundinnen? Alles klar bei euch? Ich hoffe doch. Ein dicker Typ braucht einen dicken Laptop und um dieses gute Stück geht es heute, um den MSI Titan. MSI Titan. Und das Ding hat so viele Spezifikationen, dass ich mir tatsächlich den Karton zur Hilfe nehmen muss. VR-ready. 120 Hertz Display, ja? 3 Millisekunden, das ist die Full-HD-Variante. High-Resolution Audio, RGB Gaming Keyboard. Also das Ding, das leuchtet wie eine Kirmesbude, das ist der Knaller. SSD im Super RAID 4. Wir haben eine mechanische Tastatur. Eine mechanische Tastatur. Wisst ihr, wie geil das ist, darauf zu schreiben? Neueste Kühlungstechnologie. Ja, ist ein bisschen laut, aber wenn ihr gleich hört, was da drin steckt, dann wisst ihr auch warum. 3D-Sound, Alter. Das Ding hat einen Subwoofer verbaut. Den hört man auch mal. Ja, aufgrund der Dicke war wahrscheinlich noch Platz für eine fette Membrane. Hier steht's. 92 Dezibel Sound kriegst du daraus. 92 Dezibel. Und so weiter und so weiter. Das könnt ihr ja alles nochmal auf der MSI Homepage nachlesen. Ich gehe jetzt einfach mal auf diese Main Features ein. Okay, sind wir mal ehrlich, so krasse Vorteile wie ein normaler Laptop, ja, bringt das Ding jetzt vielleicht nicht unbedingt mit sich. Es ist ein bisschen schwerer als ein normaler Laptop. Es ist ein bisschen unhandlicher, ja, liebevoll ausgedrückt. Das Ding hier ist eher so ein Desktop-Replacement. Klar, man kann das Ding super easy mitnehmen. Es ist jetzt auch nicht, man hebt sich jetzt keinen Bruch oder so, aber ich persönlich würde das eher so auf meinen Schreibtisch stellen, wenn ich keinen Bock mehr habe auf einen fetten Tower-PC. Kleinen Moment, ich kann es euch auch genau sagen, und zwar hier, Gewicht mit Akku 4,56 Kilogramm. Also ein Leichtgewicht ist es jetzt nicht gerade, ne? So, bevor ich jetzt auf die Spezifikationen eingehe, kann ich euch noch ganz getrost sagen, ich behalte es nicht, es geht zurück an MSI, bevor ihr euch jetzt denkt, Alter, was hat der Typ schon wieder für ein Glück? Ja, also das Ding, das zeige ich euch einfach nur, weil es mich wirklich interessiert, weil das einfach so ein fetter Klopper ist, ja, so ein dicker Brummer. Okay, was hat's verbaut? Ziemlich geile Teile. Core i7-7820HK. Eine GTX 1080 ist hier drin. Eine GTX 1080. 1080. Ich will noch nichts spoilern, ich blende euch gleich mal die Frames ein bei PUBG. 32 GB RAM. 32. Ich glaube, den PC, den ich vor meinem jetzigen besessen habe, der hatte 16 und selbst die habe ich nie voll ausgenutzt. Alter, hallo? Alles weitere muss ich jetzt echt mal ablesen, weil das ist fucking viel. Also, Betriebssystem. Windows 10, ach was. Den Bildschirm gibt es noch in 4K, hat jeweils 17,3 Zoll. Meine Ausführung, wie gesagt, 120 Hertz, 3 Millisekunden, 1080p. Ich finde, das reicht auf eine Größe von 17,3 Zoll, aber das muss ja jeder selber wissen. Ist eine Anti-Glare-Technologie, IPS-Panel. CPU, wie gesagt, 7820HK. HK, ich will immer KH sagen. Warum? Krankenhaus? Digga. Dann haben wir die 1080 verbaut mit 8 GB GDDR5X. Ja, der Chipsatz, wen das interessiert, CM238 ist der Chipsatz. Dann, wie gesagt, 32 GB erweiterbar auf 64 GB. Die Festplatte Super RAID 4, 512 GB in Kombination mit einer 1 TB Datenplatte. Thunderbolt 3 ist drin, USB haben wir sehr, sehr viele Anschlüsse. Einmal 3.1, Generation 2 Typ C per Thunderbolt 3. Fünfmal USB 3.1. Killer LAN ist wir damit okay, lassen wir das. Ja, Bluetooth hat er. Dann hat er schöne, dicke, fette Videoausgänge, wie zum Beispiel einmal HDMI 4K mit 60 Hertz, einmal Mini-DisplayPort 1.2, einmal Thunderbolt 3 und das ist auch DisplayPort-kompatibel, so wie es hier steht. Freunde, ich lese das gerade extra ab für euch, falls ihr euch wirklich dafür interessiert. Luft. Ganz wichtig für mich, das Ding hat ein SD-Kartenlesegerät. Ja, obwohl, ich meine, gut, geht ja sowieso zurück, aber würde ich dieses Ding behalten, wäre ich froh, weil ich finde, ein SD-Kartenleser muss einfach in den Laptop von heutzutage rein. Ja, allein für so Leute wie mich, YouTube, Karte raus, reinschneiden, easy. Das Lautsprechersystem ist im Übrigen von Dynaudio. Ja, wisst ihr Bescheid, wie gesagt, zwei Wege plus eins, ne? Also 2.1, zweimal Stereo-Gedöns und ein Subwoofer, der halt wirklich auch Bass hervorbringen kann. Die mechanische Tastatur ist wirklich nicht zu vergessen. Das ist wirklich die beste Laptop-Tastatur ever. Und ich habe schon viele Laptops in meiner Hand gehabt, aber die ist wirklich der Hammer. Mit SteelSeries Engine Nummer 3. Ja, ist auf jeden Fall eine SteelSeries-Tastatur. RGB. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Kirmesbude oder edel. Je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Yo, alles klar. Beim Touchpad steht halt einfach Multitouch-Mausersatz. Das ist doch mal eine geile Bezeichnung, oder? Multitouch.
So, wichtig, der Akku. 5225 mAh. Ja, hört sich jetzt erstmal viel an, aber sind wir mal wieder ehrlich, das ist ein Notebook-Akku. Ja, 3 Stunden, vielleicht YouTube-Videos gucken und so, dann macht er so langsam schlapp. Zocken, Stunde auf 1,5 auf Höchstleistung. Textdateien schreiben, 48 Stunden. Nein, ihr wisst, was ich meine, ne? Machen wir uns nichts vor, macht das Netzteil dran und go. Dieses besagte Netzteil hat im Übrigen unfassbare 330 Watt. Ha, falls das irgendjemanden interessiert. So, jetzt muss ich aber mal die Kameraposition wechseln, denn ich möchte euch unbedingt diese Tastatur näher zeigen. So, da sind wir mit Rummelplatzbeleuchtung, aber es sieht so geil aus. Ich glaube, das würde ich sogar so lassen. Vielleicht macht es mich irgendwann ein bisschen irre, aber das macht ja nichts. Was ich euch auch noch ganz kurz sagen wollte, wir haben zwar hier auch so ein Multitouch-Panel, ne? Aber auch 2 dedizierte Maustasten. Also, sagt man dediziert, echte. Auf jeden Fall 2 echte Maustasten. Mit sehr, 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 sehr schöner Haptik. Ein toller Druckpunkt, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber jetzt gönnt euch mal bitte diese Tastatur. Ist das nicht geil, wie die sich einfach nur mal... Oh, was habe ich denn hier geschrieben? Sorry. Das klingt so geil und ich schwöre es euch, so wie das klingt, so fühlt es sich auch an. Das ist der Hammer. Echt. Jo, eigentlich wollte ich gerade ein bisschen zocken, aber ich habe hier kürzlich umgebaut und ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das so nicht mehr funktioniert mit einem Laptop. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für das jetzt gezeigte Gameplay-Material. Das ist vielleicht ein bisschen in einer anderen Sitz- und Zockposition entstanden als sonst. So, Freunde, wir sind am Start in PUBG, ja, im Hauptmenü. Ich hoffe, das geht jetzt so klar mit der Kamera. Ihr könnt mir jetzt ein bisschen über den dicken Bauch hinweg gucken. Und ich gehe direkt mal hier in die Optionen, damit ihr auch seht, dass ich alles auf Ultra gestellt habe. Grafik hier, weißt du? 1080p ist alles klar und so. Ultra, 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 Ultra. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal in den Match, wa? Zackig. Hier könnt ihr euch drauf konzentrieren, Freunde, ja? Das sind die Frames eingeblendet mit Shadowplay. Nur, dass ihr direkt Bescheid wisst. 97, 104, 106, 105, 114, 104. Sehr, sehr geil. Mal gucken, wie das gleich ist, wenn wir wirklich im Spielgeschehen unterwegs sind, wa? So, wir sind unterwegs im Flugzeug, bereit zum Abspringen. Ich zeige euch ganz kurz nochmal. Ja, immer noch alles auf Ultra und so. Alles gut? Alles gut. Okay, auswerfen heißt das auf Deutsch. Guckt einfach nur auf die Frames, nicht wie ich spiele. Oh Gott, ich hab hier jetzt schon eine Waffe. Und dann hört ihr auch den Sound. Klingt ja gut, oder? Und komm, nimm's auf. Danke. Ah. Oh nice. Oh, what the fuck? So ein Glück hatte ich einfach noch nie. Warum denn gerade jetzt bei einem Test? Okay. Okay, die Tastatur ist ziemlich laut. Das muss man schon sagen, aber macht ja nicht wirklich was, oder? Oh fuck. Ich habe kein Mauspad, hab Gnade. Ich spiele auf dem Sessel. Wo ist er? Ah, oh, Gott sei Dank. Okay, das war jetzt mehr schlecht als recht, aber ist ja auch egal. Oh, da ist noch einer. Okay, der hatte nichts. Okay, kurzer Cut. Ich bin jetzt auf der anderen Map unterwegs und wollte mal in eine dicke, fette Stadt springen, damit ihr sehen könnt, dass auch hier die Frames so gut wie nur eben gar nicht droppen. Also es ist halt wirklich verdammt nochmal geil, ja. Kann man nicht anders sagen. Ich bekomme auch im Übrigen kein Geld für dieses Video. Das ist wirklich einfach nur, hier hast du das Ding, zeig. Ja, ja. Kleinen Moment, ich zeig's nochmal. Hier, Ultra, 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 Ultra. Nix umgestellt, ja? Okay. Gut. Frames sind auf jeden Fall da. Sehr, sehr geil. Das ist definitiv easy spielbar. Für die Leute, die da wirklich echt Bock drauf haben auf ein Replacement, Desktop-PC, kein Bock mehr auf den dicken, fetten Tower, das ist halt echt eine Überlegung wert. Hat natürlich seinen Preis, klar, aber... Naja, gibt ja den einen oder anderen, der da eventuell Bock drauf hat und andere Leute, die einfach interessiert sind, ne? Und für die mache ich das Video einfach auch gerade. Oder einfach nur Leute, die Interesse an dieser Technik haben, so wie ich. Ich finde das grandios, was mittlerweile mit einem Notebook möglich ist, weil so vor 2 Jahren die Frames, war nicht, ne? Also von daher finde ich das schon echt nice. 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 Okay, das war cringe. Ich höre auf. Tja,
das war's. Jetzt wird das ganze Ding wieder ordentlich verpackt und wird heute Abend sogar noch vom DHL-Mann meines Vertrauens abgeholt und geht dann zurück nach MSI. Schade drum, aber Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr kennt mich ja schon länger. Ich würde euch nie irgendwie was empfehlen, von dem ich nicht selber überzeugt bin. Ich persönlich nutze auch MSI. Ich habe einen Stealth Pro, das ist mein Notebook, ja, mein Daily Driver, glaube ich, sagt man so, oder? Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt von MSI Notebooks. Die Dinger sind meiner Meinung nach mega hübsch. Das ist natürlich Geschmackssache. Ja, super. Klassiker, Akku geht leer. Hallo, ich bin wieder da. Wo war ich jetzt? Jedenfalls benutze ich privat einen Stealth Pro. Das ist auch bei weitem nicht so teuer wie der Titan, das Titan. Egal, ihr könnt ja mal vorbeigucken an die Enthusiasten unter euch oder auch an die normalen Leute unter euch, ja, die jetzt sagen, Alter, eine 1080 im Notebook brauche ich nicht. Schaut mal vorbei, der hier hat nur eine 1060 verbaut und darauf läuft PUBG auch verdammt nochmal flüssig, ja. Also man muss ja nicht immer die extrem hochpreisigen Geräte kaufen, es geht ja auch ein bisschen günstiger, ne. Ihr wisst Bescheid, Freunde, meine Stimme bleibt schon weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Ansonsten jemand nicht, ist ja euch überlassen. Haut da rein, bis dahin. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Teil haltet. Würdet ihr das replacen oder behaltet ihr euren Tower-PC? Haut da rein, bis dahin. Ciao.